Bei einem schweren Erdbeben sind im Südwesten Guatemalas Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 150 weitere Menschen verletzt. Besonders schlimm sind die Folgen des Bebens im Regierungsbezirk San Marcos. San Marcos wurde am stärksten getroffen. Wir haben Gebäude gesehen, die komplett zerstört wurden. Wir wissen auch, dass mehrere Menschen an anderer Stelle noch vermisst werden. Das Beben hatte laut der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,4. Das Epizentrum lag rund 20 Kilometer vor der Küste des zentralamerikanischen Landes. Es war ein einziger Erdstoß. Und hier an dieser Stelle sind zwei meiner Brüder, einer meiner Onkel und sein Enkel gestorben. Nach Regierungsangaben wurden Zehntausende Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Erschütterungen des Bebens waren bis nach Mexiko-Stadt und San Salvador zu spüren.